Hallo ihr Lieben, das nervige Thema Navigator lässt Werder wieder nicht los. Es ist so, dass er mal wieder am Weserstadion gesichtet worden ist und jetzt gehen die Spekulationen wieder los, was mit ihm wird. Er ist ja aktuell suspendiert, darf Einzeltraining am Stadion machen, aber es geht jetzt wohl auch um seine Zukunft, was man daraus macht. Er ist quasi wieder fit, dass er für die Nationalmannschaft wieder spielen kann und da darf er natürlich auch hin. So, komischerweise, da ist er fit, da kann er spielen, da hat er dann Lust und da macht er dann ein bisschen was. Bei Bremen genau das Gegenteilige. Wie schreibt das ein User unter dem Bericht? Keita am Weserstadion gesichtet. Die Deichstube hat einen sehr gut gelaunten Navy Keita am Dienstag am Weserstadion gesichtet. Er ist diese Woche noch suspendiert. Fritz über Keitas Zukunft, wir sind mit seiner Agentur im Austausch und werden uns nach der Saison in Ruhe zusammensetzen, um über die Zukunft zu sprechen. Der wird wahrscheinlich gehen, da hat keine Möglichkeiten auf eine Verlängerung oder dass man das fortsetzt, denke ich mal. Das ist, wie schreibt das ein User hier, kurze Zusammenfassung: Dauerverletzt, pünktlich zum Afrika Cup immer fit gewesen, dort keine nennenswerten Leistungen gezeigt, Kurzeinsätze bei Werder auch eher unauffällig, mangelnde Moral und Identifikation mit dem Verein, Quälereien und Suspendierungen. Ich sehe keinen Grund, um Navi Keita weiterzumachen, denn lieber Hansen weiter aufbauen und Einsätze geben. Die ersten Eindrücke sind da vielversprechend, das sehe ich auch so. Junge Talente da die Chance geben, so einen Spieler brauchst du nicht, der verprasst nur Gehalt, der muss weg. Wenn man irgendwie eine Möglichkeit hat, da irgendwie rauszukommen, ohne dass man dafür bezahlen muss, dann sägt das bloß ab und komischerweise für den Afrika Cup ist der wieder fit und das kann es nicht sein. Und das ist so ein typischer Frank Baumann, ja, Transfer gewesen, so Hoffnung auf das Glück, dass er bei uns wieder funktioniert. Und das ging so oft nach hinten los. Diese ganze Frank-Baumann-Ära, das haben wir ja schon in mehrere Videos zusammengepackt. Könnt ihr euch gerne nochmal angucken. Verlinke ich euch gerne. Aber wir müssen das beenden. Das ist das x-te Video zu diesem Thema und eigentlich hat man da auch keine Lust mehr zu. Schreibt mir nochmal in den Kommentaren, wie ihr das seht, ob ihr ihm nochmal eine Chance geben möchtet. Aber ganz ehrlich, der hat eigentlich den Verein mehr mit Füßen getreten, als was er uns geholfen hat. Das ist ein Klotz am Bein und wir sind im Wasser und wir drohen zu ertrinken mit ihm und den müssen wir abstreifen. So ist es zwar nicht gerade menschlich formuliert, aber das entspricht der Tatsache. Er ist über, er muss weg. 1,5 Millionen Jahresgehalt, man fragt sich für was. Dass er sich die Schuhe geputzt hat und so ein Training, der ab und zu mal gekommen ist. Also, das geht gar nicht. Und das sind diese Frank-Baumann-Transfers gewesen und da bin ich hoffentlich. Naja, in der Einschätzung glücklicher darüber, dass Baumann geht und Fritz da weitermacht. Ich hoffe, dass er diesen Blödsinn nicht mehr fortsetzen tut und jetzt mit Jahren ein vernünftiges Team aufbauen wird, was vernünftig zusammengestellt ist und dass dieser Schwachsinn nicht mehr gemacht wird. Aber wie seht ihr das? Fandet ihr den Transfer toll? Ich habe den damals, als er schon gekommen ist, ich habe das schon unter mehreren Videos gesagt gehabt, ich habe das nicht gefeiert. Ganz im Gegenteil. Ich bin da ordentlich für angegriffen worden damals, aber es zeigt sich am Ende der Saison, dass ich denn doch recht hatte. So. Alleine die ganzen Verletzungen, was der Junge hatte, das wusste man im Vorfeld. Hier sehen wir nochmal mein Buch, was ich geschrieben habe: Die Beste im Mord. Eine Leiche tanzt um Mitternacht. Kostet 15 Euro, damit könnt ihr uns super unterstützen. Das ist ein Buch, was ich geschrieben habe: Ein Krimi, der in Bremen und in Weihe spielt. Ich hatte viel Spaß beim Schreiben und ich hoffe, ihr werdet viel Spaß beim Lesen haben. Ansonsten verabschiede ich mich hier von diesem Standpunkt. Das Thema Navigator, also ich glaube, das nächste Video machen wir erst, wenn der wirklich den Verein verlassen sollte oder was damit passiert. Ansonsten war es das erstmal mit dem Thema. Ansonsten bleibt uns treu und schaltet gerne beim nächsten Video wieder ein und vergesst nicht, ein Abo dazulassen, teilt das Video, aktiviert die Glocke und das nette Buch ist wie immer in der Videobeschreibung zu kaufen. Ansonsten sage ich Tschüss und bis zum nächsten Mal.